So, 8 bis 15 Uhr ist meine Schicht zum Putzen. Ja, es ist 8:45. Ja, früh verpennt, erster Arbeitstag. Kelleck. So, das ist mein Job. Den mache ich hier den ganzen Tag. Die Sachen kommen in den Geschirrspüler. Und ich bin im Grunde für das Abtrocknen zuständig. 7 Stunden. Und ich glaube, morgen Nachmittag habe ich von 15 bis 22 Uhr die Schicht. Da muss ich dann alleine dran klotzen. Bam. Der Küchenchef ist auf jeden Fall ein bisschen sauer auf mich. Der hat mich eben auch ein bisschen angerempelt. Ich glaube, das ist normal. Dafür habe ich jetzt turbomäßig aufgeräumt. Und jetzt mache ich mir erstmal Frühstück. So, ich melde mich mal aus der Pause. Ich habe jetzt übertrieben viel abgetrocknet und gerade noch Karotten geschält. Ich habe so 3-4 Kilo. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Karotten gesehen. Und nicht so große Karotten. Junge. Genau, jetzt mache ich gerade mal Pause. Und ich glaube, in einer Stunde ungefähr oder 1,5 Stunden ist Mittagessen. Und danach muss ich noch mal so lang. Also ich habe jetzt von 8:40 vielleicht bis, haben wir jetzt 10:50. Also 1,5 Stunden habe ich jetzt Abwasch gemacht. Und das ist halt nicht mal lang. So, am ersten Tag habe ich direkt 2 Stunden gemacht. Ja, und es tut mir echt leid, dass ich einfach verpennt habe. Aber ich meine, was soll ich machen? Ich hoffe nur, dass es morgen besser geht. Aber ich glaube, morgen habe ich auch Spätschicht, von daher relativ entspannt. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem zweiten Arbeitstag zum Abwasch. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht. Es ist relativ viel zu tun. Wir haben viele Gäste. Wir sind gerade noch zu viert, glaube ich, in der Küche. Eigentlich bin ich alleine. Deswegen bin ich ganz froh, dass die anderen noch da sind. 7 Stunden Abwasch. Ich dachte gerade, ich könnte mal aushalten Pause machen, weil ich das Geschirr abgespült habe. Jetzt kommt das ganze Zeug rein von der Essenszubereitung. Das heißt, im Grunde jedes Mal, wenn ich wieder was fertig habe, kommt da was Neues hin und ich komme einfach nicht hinterher, Digga. Ich bin jetzt seit 4 Stunden am Abwasch machen und ich hatte halt wirklich keine Pause. Ich habe eben 10 Minuten was gegessen. Es wird nicht weniger. Die Spülmaschine hat gerade Faxen gemacht. Ich muss noch den fetten Topf da sauber machen. Junge, der ist so fucking groß. Digga. Dann hier das ganze Zeug. Das muss ich alles wegschmeißen. Junge, auch was hier an Müll, an Essensresten kommt. Insane. Übertrieben anstrengend. Ich habe meine Klamotten voll versaut. Meine Schuhe auch. Weil das Ding ist, wenn ich hier was abspüle, das geht nicht irgendwie in Abfluss oder so. Nee, Digga, das kommt einfach da unten raus, das ist offen und läuft da rein. Deswegen liegt da unten übertrieben viel Essensreste, Digga. Und das sapscht hier alles, man sieht das hier. Das sapscht alles über den ganzen Fußboden und es ist alles rutschig. Und es ist einfach ein Drecksjob, Digga. Gar kein Bock mehr. Also, anders als gedacht, habe ich jetzt tatsächlich fast die ganzen 7 Stunden gearbeitet. Irgendwie eine 1/2 Stunde Pause insgesamt zwischendurch. Irgendwie was gegessen, eine geraucht oder so. Es war mega anstrengend, weil ich war alleine und wir hatten locker 100 Gäste heute. Und habe jetzt nochmal am Ende ein bisschen Hilfe bekommen von den anderen, die haben mir noch geholfen. Shoutouts, vielen Dank nochmal. Genau, ich gehe jetzt nochmal duschen. Ich bin total eingesaut, irgendwelchen Soßen und so. Bin ein bisschen geschockt darüber, wie viel Zeug in den Müll kommt. Also erstmal die Reste, was manche Leute so auf dem Teller lassen, das ist so krass. Ganze Mahlzeiten, dann halt auch, was halt vom Essen übrig bleibt und was halt, also manches kommt halt in den Kühlschrank oder so, so ein Joghurt, die halt verschlossen sind, so die werden dann halt morgen oder so, kann man die ja noch essen. Aber halt diese ganzen frischen Sachen, die halt zubereitet werden, was wirklich viel ist, da kommt echt viel zurück in die Küche und ich weiß, dass das Pflicht ist halt, dass es weg muss. Das ist ja in Deutschland nicht anders, aber es ist so krass zu sehen, was da an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Und das ist echt, das regt nochmal richtig zum Nachdenken an. Ich mache mir jetzt mal auf den Weg ins Bett. Morgen ist offiziell Study Day, der erste. Da gehen wir, machen wir nochmal einen Ausflug. Möglicherweise hole ich mir morgen eine SIM-Karte und so eine Karte für die Bahn, für den Bus, die man so aufladen kann. Und ich würde eigentlich total gern zum Friseur, weil ich weder eine Haarbürste noch Haarwachs mit habe. Und das ist irgendwie das nicht so das Wahre. Genau, dann sehen wir uns morgen und gute Nacht. So, wir sind gerade in Akre unterwegs. Oder auch Akku. Hat irgendwie ganz viele verschiedene Namen. Unser Guide hat gerade gesagt, wenn man irgendwie neutral sich äußern will, sagt man Akre. Wir haben einen palästinensischen Touri-Guide mäßig. Es ist mega interessant, einfach mal so eine Stadt zu sehen, in der es halt viele, viele Kulturen gibt, viele verschiedene Religionen, wo viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Man merkt viel davon, wenn er erzählt, den Konflikten, die es hier gibt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat letztes Jahr, gab es hier Ausschreitungen zwischen Israelis und Palästinensern und dann hat zum Beispiel auch das jüdisch-arabische Theater gebrannt. Das ist schon sehr krass. Also man merkt auch viel davon, dass er seine eigene Identität, ja, dass ihm das sehr wichtig ist. Ich will das gar nicht werten, ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen und mich überhaupt nicht da hineinversetzen, aber es ist
unglaublich interessant, verschiedene Seiten zu sehen. Wir sind jetzt hier am Hafen, mega schön. Ich hau noch mal ein paar Bilder rein. Ja, du sollst jetzt vloggen. Karl, was haben wir denn heute gemacht? Wir waren heute unterwegs, hat man ja eben schon gesehen. Wir sind jetzt wieder in Nishamim angekommen. Wir dachten uns, wir machen uns jetzt schön auf den Weg zum Strand, Surferboy-mäßig. Wir genießen nochmal so ein bisschen das schöne Wetter und die guten Temperaturen. Da habe ich mich auch schön in meine besten Klamotten geschmissen. Und jetzt geht's mal ab am Strand. So, und was sollen die Leute jetzt machen? Like und abonnieren nicht vergessen. Ganz genau. Das war's mit dem Video. Und dann hoffentlich bis zum nächsten.